Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 40. Folge von DS Trucking hier im Eurotruck Simulator 2 mit Tete, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Herrn Klaas hier auf der A38 Sangerhausen Fahrtrichtung Leipzig auf dem Weg am Montagmorgen hier nach Rostock für die Überfahrt nach Trelleburg, Schweden. Geplantes Trelleburg. Auch wenn das Navi uns da nicht wirklich hinschicken will, müssen die auch hier runter. Das ist mal ein vernünftiges Autobahnkreuz hier. Aber wir hier ziemlich stark verzögern müssen. So, geht's auf der A9. Richtung Berlin. Das finde ich Schnarchnase hier. Oder hat er uns extra rausgelassen? Ja, A9 bis Berlin, ja. Bis wir auf der A10 kommen, Berliner Ring. Von da aus geht es dann weiter auf die A24 und A19 Richtung Rostock. Da ist unser Zwischenziel sozusagen. Da geht es dann auf die Fähre nach Trelleburg. Trelleburg dann Pause geplant. Und wenn alles gut läuft, ist es dann so circa 22 Uhr. Wenn es richtig gut läuft, erst 21.30 Uhr. Das würde dann bedeuten, dass es nur 13 Stunden Schichtzeit waren. Das wäre gut für uns. Sieht er so knapp vor mir noch rein hier. Ja, war doch nicht so schlimm. Bus hat mir jetzt so die Sicht genommen hier. Ich habe den Weißen vorher schon bremsen sehen, den weißen PKW. Dann nimmt mir der Bus die Sicht hier und da gehen alle Bremslichter an, da war ich jetzt ein bisschen. Daher, Heini. Das gibt's doch nicht. Habt ihr das gesehen? Ja? Das erste Schild? Das erste Schild hat besagt, dass die rechte Spur zu Ende ist. Deswegen bin ich auf die mittlere Spur gefahren. Und dann das nächste Schild hat dann gesagt, dass die linke Spur zu Ende ist. Das ist immer schlecht, sowas.
Und den hier. Brandenburg. Ja, 16:30, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich ausgerechnet, müssten wir dann in Rostock sein. 16 Uhr wäre halt noch besser. Circa 5,5 Stunden brauchen wir für die Überfahrt mit der Fähre. Kannst du nicht mal ein bisschen Abstand rausfahren? Zerrt er hier unmittelbar vor mir rein mit seinem Bus hier. Bist du im Blindflug? Mein PKWs machen das auch manchmal. Auch nicht gerade schön, aber da kannst du ja noch drüber gucken. Hamburg. Hamburg kommt da eher hin. Rostock, hier steht jetzt Rostock mit dran, ist schön. Kurve hier reingezimmert. Auf die A2 wollen wir nicht. So, nächstes Schild hier. Das ist nur das Autobahnkreuz. Hier stehen die Richtungen mit drauf. Rostock. Hier steht Rostock mit dran. Schön. A24, jawohl. Und wird dann später noch zur A19. Na, du willst mich doch jetzt nicht noch überholen hier, oder?
So, haben wir erstmal das Nordel über Berlin hinter uns gelassen. Jetzt an der Stelle. Wart wahrscheinlich bis Rostock an uns vorbei ist. Dann zieht er vor uns 5 Meter rein hier und fährt dann nur noch 80. 85 überholt er uns. Stand übrigens hier 24 mit dran, ne? Habe ich gelesen. Aus Rostock. Jetzt habe ich gerade überlegt, ne? Waren die sich einig oder zieht der LKW jetzt rein? Während, also dass der LKW rüberzieht auf die rechte Spur zur gleichen Zeit wie der Golf. Oder der blaue PKW halt, weiß ich was es war, oder war. Ich glaube war ein Golf. Das sollte ein Golf darstellen. Und nun kommst du nicht mehr raus. Fährst du noch ein LKW her. Halt. Falscher Knopf. Wollten wir auf 83 stellen. Wollten wir ein bisschen Abstand rausfahren zu meinem Vordermann. Aber wenn die jetzt immer hier vor mir reinziehen und die Lücke mehr oder weniger zumachen, dann bringt mir das auch nichts. Überseehafen. Schön, dass es mit dran steht. Wie schön. Ja, jetzt nochmal mit Bildchen dabei, einwandfrei. Überseehafen geradeaus. Die linken beiden Spuren. Ah, ja, nochmal. Sehr schön. Ja, muss man lieber nochmal gucken. Nicht, dass es dann aber einfach wieder andersrum ist. Wie mit den
Baustelle, rechte Spur zu Ende, und am nächsten Schild siehst du dann, oh doch, linke Spur zu Ende. Lässt sich aber schön fahren hier, muss ich sagen. Schöne Autobahn. Das fand ich mal besser wie das Rumgedümpel hier auf der, was war das? A9. Doch, A9. Die finde ich furchtbar hier im Truck Sim, aber. Da wird sich wahrscheinlich so schnell auch nichts ändern. So, wow, hier. Uiuiui. Geht so schnell hier. Jetzt erinnere ich mich wieder, ja. Guck mal, hier ist Autobahn zu Ende. 50. Gut, vorher war schon ein 70er-Schild, ne? 50. Das sind jetzt 20, ja, 30 Meter bis zum Ortsschild und dann nochmal vielleicht 25 Meter bis zur Ampel. Geschossen, aber als hier zweispurig ist, deswegen musst du halt aufpassen, dass du dich hier in die rechte Spur manövrierst, dass du nicht zu weit rauskommst, sonst kollidierst du mit den entgegenkommenden Linksabbiegern. Aber pro Linksabbieger, wir müssen links abbiegen. Der will abbiegen. Kommt von links was. Der will abbiegen. Jetzt steht der hier sinnlos rum. Oh, da vorne gab es eine kleine Karambolage. Habt ihr gesehen, ist einer rückwärts gefahren. Das machen die eigentlich nicht. Nur wenn es unbedingt notwendig ist. Oh mein Gott, da kommen wir doch nie an. Wir fahren jetzt erstmal hier raus hier. Ich bedanke mich recht herzlich. Und hoffen, dass die sich davon irgendwie einig werden. Wenn nicht, haben wir nämlich ein Problem. Stellen Sie mal ein bisschen die. Jetzt ist er vorbei. Aber das kann jetzt nochmal passieren mit den anderen. Genau. Was macht denn? Wollen vorhin sind immer beide gleich drauf los. Jetzt fährt er bestimmt wieder dagegen. Nee. Hat geklappt. Fahren sie sich doch relativ gut frei. So, genau. Ich wollte mal sagen, ich bin ja auf der Hauptstraße, ne? Wo gerade ein bisschen am Zweifeln. Trelleburg steht hier auf jeden Fall mit dran an dem Schild. Stunde früher als geplant, wenn ich das
wie gesagt, richtig ausgerechnet habe und richtig in Erinnerung habe. Genau, so nehme ich schon gefährlich aus die Schwelle. Cool. Das erste Mal, dass wir Fähre fahren, könnte das sein? Hier in der Serie, meine ich. Kommt mir gerade alles neu vor. So richtig neu. Schade, dass man hier nicht auf die Fähre drauf fährt. Ja, wirklich schade. Stehen wir genau mit der hintersten Achse hier auf dem, naja. So, jetzt bin ich gespannt. Rostock Trelleburg, hier siehst du. Ja, wie ich es gesagt habe, 2 Euro teurer. 5,5 Stunden Überfahrt. Wäre ich doch bekloppt, wenn ich jetzt hier nach Getzau rüberfahre und dann hier noch das Geheule über Kopenhagen nach Malmö, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Weil die Brückenmaut, ich habe in Erinnerung, dass die ziemlich heftig war. Also es war mit 5 Euro nicht abgetan. Ja? Genau, den Preis weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall mehr wie 2 Euro. Mal davon abgesehen, dass wir einen Haufen Diesel sparen. So eine Hupe hätte ich gern. Jetzt haben wir 12 Stunden. 21 Uhr waren 12 Stunden Schichtzeit rum. Ja. Da würde ich sagen, also die Bude, wo wir hin müssen in Malmö hier, das ist ja gleich hier, Getreckertrans, genau. Halbe Stunde, ja, bringt uns aber nichts. Könnte man zwar noch hinfahren jetzt, würde man schaffen, aber die machen, lass mich kurz schauen, Ablatezeiten, Montag bis Samstag 8 bis 20, 12 bis 13 Mittagspause. Also da haben wir verloren jetzt, ne? Also können wir jetzt hier ganz entspannt hier uns, wir stehen ja quasi schon auf dem Parkplatz. Oder kurz noch mal Parkplatz suchen. Boah, so eine Auswahl hast du sonst nirgends. Gut, da können wir, hier könnte man Abpause machen. Da sind wir noch näher dran. Da sind wir noch näher dran. Und wenn wir Glück haben, immerhin noch in einer, sag schnell, 13er Schichtzeit, wollen wir das wirklich riskieren? Wollen wir es nicht riskieren? Ich bin gerade unschlüssig. Kreuzung. Nee, das lassen wir. Wir machen hier Pause. Irgendwo hier. Wir stehen ja quasi auf dem Parkplatz. Auch hier. Auf der anderen Seite das Gleiche. Ja. Ach. Alles klar. Ja, und hier können wir Pause machen, nicht? Ja, da fahren wir hier zwischen die Trailer, wa? Fahren wir hier zwischen die Trailer und gut ist. Auf dem Navi sieht's aus, als wären nur Links-Symbole. Hier war der Knopf. Jetzt müssen wir mal. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich fahre einfach nur ein Stück vor und fahre dort links rein und gut ist. Weil rechts sah es mir so aus, als wären da keine Symbole gewesen. Können wir klar auf dem ersten Bock jetzt fahren. Vergessen mein Logbuch auszufüllen, fällt mir gerade ein. Wir hätten in Rostock einen Eintrag ins Logbuch machen müssen. Müssen wir unbedingt noch nachholen, nicht, dass wir da noch Probleme kriegen hier mit den Behörden.
Es wäre aber schön, wenn mir mal so ein Angebot macht, von wegen Motor abstellen, Pause machen etc. Macht er mir aber nicht, oder? Bin ich jetzt hier. Ups. Keine Kurznachrichten. Schade. Müsste mir jetzt eigentlich sorgen, dass ich hier Pause machen kann. Müssen wir mal ein paar Platz weiter probieren. Hier kann ich jetzt Pause machen. Toll. Ich möchte aber gerne noch vernünftig einparken. Müssen wir uns merken, wenn die Meldung jetzt wieder weggeht, müssen wir halt vorfahren ein Stück. So, wie sieht's aus? Optimal. Mittig hier. Einwandfrei. Ui, das war gerade laut irgendwie, oder? Flash ist aus, bitte. Danke. Licht aus. Motor aus. Uhrzeit. Ja. Kann man, denke ich mal, 21.30 Uhr schreiben. Liebes Logbuch. Du bist die letzte Woche. Ui, jetzt mein Zettel leider etwas deformiert. So. Schreiben jetzt erstmal rein hier. 21.30 Uhr, Ende. Das können wir schon mal festhalten, da müssen wir mal kurz zurückrechnen, 21.30. Haben wir genau 13 Stunden Schichtzeit. Das steht schon mal fest. So, und wann waren wir in, 15.30 waren wir in Rostock, ne? Stop 1. 15.30 Rostock. Waren 7 Stunden Fahrzeit. Ja, genau. So, und dann haben wir jetzt Abfahrt keine. Stop 2 können wir jetzt reinschreiben. Trelleburg. Trelle. Oh, das ist mit U oder mit O geschrieben? Ach, egal, ich kürze es ab. Trelleburg. Keine Fahrzeit. Ja, Fähre. Können wir vom Merk reinmachen. Fähre. So, und dann machen wir jetzt hier Feierabend. Zum Ende haben wir immer noch 7 Stunden Fahrzeit. Das rangieren hier die paar Minuten, deshalb fit mein Scott. Ne? Dann machen wir jetzt hier kein Gefitz. Und haben quasi jetzt hier. Doch, haben es jetzt hier quasi geschafft. Prima. Gut, okay. Ja, würde ich sagen, wenden wir mal die Folge an der Stelle. Haben wir den Montag schon rum. Montag rum, Woche rum, wie das so schön heißt. Und nächste Folge geht's hier frisch ausgeruht weiter zu unserer Abladestelle nach Malmö. Und dann sehen wir mal weiter, wie es weitergeht. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, kennt das Spielchen, Däumchen hoch, abonnieren, kommentieren, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, fahrt schon rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.